Und damit herzlich willkommen zur Henry Stickmin Collection. Das sind Spiele, die damals original auf Newgrounds rauskamen. Also Newgrounds ist halt so eine Flash-Game-Seite. Aber Flash-Games sind ja bald tot, leider. Haben bestimmt schon viele von euch mitbekommen, dass Flash-Games leider bald aussterben werden. Aber darum geht's hier nicht. Ich werde heute die Henry Stickmin Collection spielen. In der Collection gibt es, ich glaube, 6, 7 Spiele oder so. Ich glaube, 6 Spiele von den alten Henry Stickmin-Teilen. Angefangen hat das so ungefähr 2007, aber so richtig der erste Teil kam 2008 raus, also BTB, ETP 2010, STD 2011, ITA 2013, FTC 2015 und jetzt der neue Teil, CTM, dieses Jahr 2020, um genau zu sein, am 7. August kam diese Collection raus. Also, ja, ist schon sehr nice. Alle Spiele in der Reihe sind sehr beliebt und ich habe sie selber auch gespielt. Ich glaube, ich habe alle außer 1 gespielt. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Weil das letzte kam ja 2015 raus und das davor 2013. Ich weiß nicht, ob ich da noch auf Newgrounds war. Aber ich zu meinem Teil war irgendwie fast nie auf Newgrounds, muss ich sagen. Weil, keine Ahnung. Ich war damals einfach nicht wirklich so ein Fan von solchen Flash-Game-Seiten, weil ich die immer. Ich habe immer so Flash-Games gespielt. Also manche waren wirklich gut. Aber alle Flash-Games, die ich so gespielt habe, waren in irgendeiner Art und Weise ein bisschen lame und trashig. Und keine Ahnung, irgendwie bin ich dann irgendwie rausgewachsen. Aber in dieser Collection ist alles redrawn, also alles komplett neu gezeichnet. Und das sieht so gut aus. Ich habe mir ein bisschen Gameplay angeschaut und das sieht so gut aus. Für die, die es nicht wissen, die Collection kam übrigens am Anfang des Monats raus, wie ich bereits sagte. Und beinhaltet alle Henry Stickmin-Teile plus einen neuen, den ich selber nicht mal kenne. Also ich habe mir da gar keinen Gameplay oder so angeschaut. Wir spielen die letzten Teile komplett blind, den Rest habe ich immer mal gespielt. Ich habe mir auch letztens ein bisschen noch Gameplay angeschaut, damit ich ein bisschen noch weiß, worum es geht. Damit ich nicht komplett ohne Ahnung reinspiele. Gehen wir schon mal rein ins Menü, weil die Musik ist echt gut. Die Spiele sind ein Choose Your Own Path kind of Game, wo es laut der Steam-Seite lustiger ist zu failen, statt es richtig zu machen. Und ich kann nur sagen, das stimmt. Dieses Spiel ist echt lustig. Also die Collection und allgemein alle Teile sind halt echt lustig. Und die haben auch viele Easter Eggs und Anspielungen und all das an andere Spiele und es ist wirklich lustig. Ach ja, wir spielen das Spiel übrigens auf 100% durch. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, wie lange ich jede Folge machen werde. Weil ich für eins der Spiele, wenn ich es 100% machen will, locker eine Stunde oder so brauche. Und bei den späteren hier, da brauche ich bestimmt noch viel länger. Ich möchte da ungern mittendrin aufhören, weil das ist dann blöd zum Anschauen. Aber mal schauen. Ich warne euch nur schon mal, dass die Parts alle etwas länger sein könnten. Dieser hier aber noch nicht, da das erste Spiel, also hier Breaking the Bank BTB, welches übrigens original 2008 rauskam, nicht so lange ist. BTB ist übrigens das einzige, also sogar das Prolog merke ich gerade, ist das einzige, was komplett neu ist. Da sind die ganzen Fails sind auch komplett anders. Die anderen sind halt alle nur verschönert worden, aber BTB, was wir jetzt spielen werden heute, ist komplett neu. So, was zählt denn zu 100% eigentlich? Naja, also wir haben einmal die Fails, wir müssen in jedem Spiel alle Fails sammeln. Alle Victories, steht ja aber leider nicht. Also alle Wege, das Spiel durchzuspielen. Gibt es nämlich immer mehrere, außer beim ersten Teil. Es gibt alle Achievements, die werden wir alle sammeln. Und neu gibt es zu der Collection Bios, das sind halt, Bios. Man weiß ja, was das ist. Das sind so Beschreibungen von den Characters halt. Und, ich weiß gar nicht, wie das geht. Kann man da draufklicken? Ah ja, kann man. To unlock a bio, right-click a character when you see them. Got it! Ach ja, das Spiel ist übrigens komplett auf Englisch. Also ich gehe mal einfach davon aus, dass ihr das Spiel, dass ihr Englisch könnt. Sonst tut mir leid, ich kann leider nicht übersetzen. Aber es ist trotzdem lustig anzuschauen, denke ich mal, für die, die es kein Englisch können. Do want. Yes, we want money. Ja, wir spielen Henry Stickmin, der in diese Bank einbrechen will. Und ich werde euch heute alles in diesem Prolog zeigen. Wir fangen an. Okay, also wir sind jetzt hier in der Wüste bei so einer Bank, die wir jetzt ausrauben wollen. Aber wie kommen wir denn überhaupt rein? Wir haben eine Schaufel. Explosives. Ein Teleporter. Ob der funktionieren wird. Laser. Miley Cyrus. Und
Ein Disguise. Ich würde mal sagen, wir graben uns einfach unten durch. Und das mache ich mit Anspielungen. Geile Zelda-Reference. Gasman, oh. Tja, das war wohl ein Fail. Never dig straight down. Geile Minecraft-Anspielung. Ich versuche, so oft es geht, auch mal die Maus ein bisschen zu hiden, aber manchmal bleibt die halt einfach im Bild. Ist dann halt so. Explosive, versuchen wir doch mal dieses TNT. Ups. Da ist mir wohl was runter... gefallen. Das sah viel schlimmer aus, als es eigentlich war, glaube ich. Fail. Handle with care. Ja, ganz vorsichtig damit umgehen. Okay, gut. So normale Sachen, die man normalerweise benutzt, funktioniert oder so nicht. Okay. Versuchen wir doch mal was Futuristisches, den Teleporter. Der funktioniert doch bestimmt, oder? Oder? Da habe ich wohl ein bisschen falsch programmiert. Fail. It's emerging technology. I'm sure it will get better. Ja, ist ja doch komplett neu. Na gut, dann versuchen wir doch mal einen Laser. Ich meine, komm, wie soll denn Laser da verkacken? Der kommt doch sicher dadurch. Yay! Aber pass auf! Oh. Tja, Open Sesame. Ja, Sesam, öffne dich. Leider auf uns drauf. Nicht so gut. Na gut, dann versuchen wir doch mal die Abrissbirne. Oh, woher weiß ich nur, dass es eine Abrissbirne ist? Oh oh. Wir wurden erwischt. Das war's. Pentafail, get all BTB fails. Da haben wir schon mal ein Achievement. There's no construction scheduled for today. Warte, wir haben nur verkackt, weil heute kein Construction scheduled ist. Ich dachte, wir haben verkackt, weil die uns erwischt haben. Aber nein, anscheinend nicht. Okay, dann versuchen wir nochmal die Verkleidung, das Disguise. Und wir können von innen einfach einen Knoten reinmachen. Wie geil. Hey, how did we lose one? I think we should throw it in the back. Just to be safe. Ja, ja, schmeißt mich ruhig in euren Van. You ever wonder why there's a bank out here? Well, I think it's supposed to be like more of a vault, you know? Oh, that makes sense. Ja, warum ist hier eine Bank mittendrin in der Wüste? Wir haben es reingeschafft! Oh, aber leider wurden wir erwischt. The story begins. Complete BTB. Und das war tatsächlich... geil. Das war tatsächlich das Spiel. Das war der erste Teil, deshalb ist es auch Prolog. Wir hatten jetzt Zugriff zu Escaping the Prison, Episode 1. Gibt 5 Episoden. Also hier 1, 2, 3, 4 und 5. Episode 1 kommt dann in der nächsten Folge. Wie gesagt, ich möchte in dieser Folge Break the Bank alles zeigen. Wir haben alle Fails. Nur 2 Achievements. Uns fehlt dann noch Bank Account, Find All BTB BIOS. Also wir sollen Rechtsklick, soweit ich jetzt verstanden habe, machen auf Charaktere. Und Chip Chip, can't have that, going all day. Also die goldenen Sachen sind immer Endings, silbernen Sachen sind normale Achievements und die roten sind schwerere Achievements. Okay, BIOS. Was haben wir für BIOS? Wir haben nur Henry Stickman. He's short on cash, so it's time to get some. Not to be confused with Henry Stickman. Ja, weil alle dachten früher, der heißt Stickman, aber er heißt Stickmin. Warum auch immer. Moment, was ist das denn hier? Das da. Achso, ja, right-click a character when you see them. Okay, dann werde ich kurz nochmal zurückgehen und mir alle, Characters sammeln. Wo gab's denn Character zu sehen? Hier bei Wrecking Ball gab's welche zu sehen, ne? Da ist jemand. Oh, New Bio. Das funktioniert, okay. Kann ich hier noch? Da steht einer, da steht einer, genau da. Und da steht auch einer. Aber es hat nicht funktioniert, okay. Gut, ich glaube, alle sehe ich nur in Disguise, oder? Gut, auf mich selbst kann ich es halt nicht machen, weil das habe ich automatisch. Hey, how did we lose one? I think we just throw it in the back. Just to be safe. Ja, ja, schmeiß mich ruhig. Und wir haben alle. You ever wonder why there's a bank account out here? Well,
I think it's supposed to be, like, more of a vault, you know? Oh, that makes sense. That makes sense. Das war alles übrigens von einer einzigen Person gevoiced, und zwar vom Spielentwickler. Puffballs United. Eigentlich ein sehr cooler Dude. Gibt's auch ein paar Interviews von ihm. Kann man sich auch auf YouTube gerne anschauen. Ist echt nice. Und ja, jetzt haben wir alle Bios, ne? Aber uns fehlt ein Achievement. Chirp Chirp. Can't have that going all day. Das, was ist denn das da drauf? Was ist denn das? Also ich sehe da unten einen Schlüssel, aber was ist das hier? Was ist denn das? Okay, keine Ahnung. Ich werde mal ganz kurz nachgucken gehen, wie man das bekommt. Und wir sehen uns gleich wieder. Ah, da kriegt man's. Okay. Chirp, chirp. Und es ist nicht so, dass ich nachgeguckt habe oder so. Nein, ich habe das gerade herausgefunden. Deshalb habe ich ja schon meine Maus draufgelegt. Naja, wie auch immer, das war alles in diesem Spiel. Ich habe alle Achievements, alle vier. Einfach am Ende bei dem einem Ending einfach auf das Auto klicken und dann kriegt man das Achievement. So, wir gucken uns natürlich noch die Bios an. Übrigens, falls ihr euch fragt, warum ich das Spiel nicht auf Fullscreen spiele, weil meine Maus ist ja ein bisschen groß. Wenn ich auf Fullscreen spiele, gibt es die Chance, dass das Spiel abstürzen kann und ich weiß nicht, ob mir das wert ist. Aber ja, keine Ahnung. Warum ist das hier noch an? Ich habe das doch schon. Okay, keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall hier den Chad Hansen. Fresh out of college. Guarding a bank sounds awesome. Unfortunately, this job happens to be in the middle of nowhere. Ja, deshalb hat er auch gefragt, warum das ja in the middle of nowhere ist, ne? Philly Colin. Philly's been working as a guard at this bank. In Klammern Vault. For 5 years now. He loves the badass look of the uniform. Der arbeitet hier schon 5 Jahre. Wie lange gibt es diesen Ort, diese Bank, diesen Vault? Hier, vor allem, die sind so low quality alle gezeichnet. Und die so high quality, die beiden. Ted McAdams, the driver of the bank truck. He and Winston have been partners for many years. Ted has always been the driver. Und dann haben wir seinen Partner, Winston Davis. Geiler Name. He always rides shotgun in the bank truck. He prefers looking at the scenery rather than focusing on the road. Also der fährt immer und der ist halt so der badass Typ von den beiden. Okay. Und das waren tatsächlich schon alles. Das war tatsächlich alles in Prolog. Das soll halt sagen, wie er ins Prison kam. In der nächsten Folge gibt's dann Prison. Habe übrigens die Untertitel aus. Ich hoffe mal, das ist nicht so schlimm, wenn ich die aus habe. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder in Escaping the Prison. Haut rein, schönen Tag noch und ciao, Leute!